Wenn Menschen sich gegenseitig unterstützen, dann ist so ziemlich die Gartenarbeit, die Beschäftigung mit der Natur in wenigen Stunden schon erledigt und man kann sich dann einfach zurücklehnen, die Pflanzen, die Tiere beobachten, die Insekten, die Sonne genießen und einfach im Moment sein. Und ja, auf diesen Moment warte ich auch noch ein bisschen, aber es wird noch bald kommen und solange mache ich einfach nur weiter und ich möchte euch einfach mal so auch noch begrüßen, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem kleinen Update-Video, wo ich hier wieder an dem Stuhl sitze und euch ein bisschen erzähle, was sich so in der Fläche unten alles tut, was sich allgemein im Permakulturprojekt so bewegt und was mich auch ein bisschen beschäftigt. Und dann fangen wir auch mal gleich an. Also unten auf dem Feld oder auf der Hauptertragsfläche, ja, geht es jetzt auch erntlich weiter durchgehend, aber es geht jetzt auch schon langsam zu Ende. Die Tomaten werden schon ein bisschen weniger, sind die Früchte sind auch nicht mehr ganz so groß wie zur Hauptsaison im August. Das ist jetzt auch schon vorbei, weil natürlich bei uns jetzt so langsam die Nächte ein bisschen kühler werden und es auch nicht mehr ganz so warm ist. Wir haben jetzt noch 25 Grad, was doch sehr beachtlich ist, aber manchmal letzte Tage hatten wir auch mal Nächte mit 4 Grad und das sieht man dann schon wirklich an den Tomaten. Also manche leiden dann trotzdem noch weiterhin an der Braunfäule, da gehen die auch schon zugrunde. Andere, die ein bisschen robuster sind, die auch einen dickeren Stiel haben, denen macht das jetzt noch weniger aus. Da reifen die Früchte langsam nach. Aber da muss, was ich auch bemerkt habe bei den Früchten zum Beispiel, dass die ja dann doch auch von der Braunfäule angefallen werden oder weil sie halt Risse bekommen, dann schimmelig werden. Ist halt manchmal traurig, aber für mich sind die halt jetzt auch nicht ganz so schlimm. Das schneide ich dann meistens raus und esse sie halt für mich. Oder ich gebe es meiner Mutter, macht der eigentlich auch nicht so viel aus. Oder ich gebe das wirklich, wenn es große Ochsenherztomaten sind, dann gebe ich das an Leuten weiter, die das einkochen. Die schneiden das raus und den Rest, da ist so viel da. Den macht es dann auch in der Regel nichts aus, wenn die sowas nehmen. Und was ich dann auch noch feststellen durfte, ist bei den Früchten, dass die meistens oben ein bisschen grün sind, obwohl sie unten vollreif sind. Das liegt einfach daran, was ich jetzt festgestellt habe und wo ich mich ein bisschen informiert habe. Wenn man zu viele Blätter abnimmt von der Pflanze, dann nimmt ihr weiterhin mit ihren Wurzeln die ganzen Nährstoffe, Stickstoff und alles über den Boden auf. Und dann weiß sie nicht mehr, wohin, wenn die Blätter fehlen. Und mein Vater hat immer gesagt, du kannst die untersten Blätter immer nur 3, 4 oben lassen, den Rest kannst du so stehen lassen. Hat er sich immer gewundert, warum die Tomaten an manchen Stellen nicht reifen. Liegt einfach wirklich daran, dass die Pflanze diesen Überschuss, den sie hat, einfach in die Früchte mit reingibt. Also, das heißt, es ist genau das gleiche wie mit dem Überwässern. Das ist einfach nur so, wenn die Pflanze nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Zeug, dann pumpt sie das wirklich alles in die Früchte. Und da sollte man auch wirklich ein bisschen drauf aufpassen. Also, für gewöhnlich sollte man die Blätter bis zum Fruchtansatz da einfach auch stehen lassen. Und die Blätter dienen natürlich auch im Hochsommer als Schutz für die Hitze. Also damit eure Früchte keinen Sonnenbrand oder sowas bekommen und ja, an heißen Tagen einfach mit geschützt sind. Also die Pflanze hat schon ihren Grund. Und was ich auch sehr lustigerweise feststellen durfte, bei den Tomaten draußen im Freiland habe ich eine so wachsen lassen. Und die ist halt wild aufgegangen und das war die Sunweaver. Diese Freilandtomate, die gegen Braunfäule Resistenz aufweist oder wirklich dagegen auch robust ist. Und die wuchert wie ein Monster. Also die hat so viele Nebentriebe und der geht's gut. Die hat überhaupt keine Anzeichen von Braun- oder Krautfäule. Und das ist allgemein so. Ich habe mehrere Pflanzen, auch eine im Hochbeet draußen. Die wuchert ohne Ende. Ich glaube, das ist sogar auch die Sunweaver. Die wuchert ohne Ende, ist mega robust, hat mehrfach Triebe.
setzt auch schon ein paar Früchte an. Ich durfte auch ein paar ernten. Natürlich ist der Fruchtertrag nicht so groß, aber die Pflanze ist draußen bei mir auch im Freiland, bei der, die hat ja nicht im geschützten Anbau, die hat Regen und alles Mögliche abbekommen, aber keine Anzeichen von Braun- und Krautfäule, hat wunderschönes Laub, muss ich sagen, es ist eine wirklich sehr kräftige Pflanze. Aber muss ich wirklich sagen, die ist wirklich sehr kräftig und das zeigt mir dann auch immer wieder, ja, wie unsere Pflanzen halt kultiviert werden, sind halt immer so schwächlich und alles. Und wenn man dann die Pflanzen so ein bisschen machen lässt, dann werden die halt immer, natürlich nicht nach unseren Vorstellungen, wird es dann so, wie wir es haben wollen, aber die sind ja von dem her wirklich kräftig. Und jetzt wollen wir halt immer viele massig Früchte haben und bauen alles Mögliche an und wundern uns, warum dann die Pflanze so eingeht, weil wir bei der immer so rumzuppeln und alles Mögliche. Das sind so ein paar kleine Gedankenspiele von mir. Aber neben den Tomaten darf ich immer noch ein paar Gurken ernten. Also da habe ich die Schlangengurke, also die Gergania, das ist glaube ich eine rumänische Freilandgurke. Das ist eine größere Schlangengurke und die japanische Klettergurke ist auch eine Schlangengurke und das sind so ziemlich die einzigen Gurken, die jetzt noch so 20-30 cm lange Früchte mir geben. Und denen geht es noch sehr gut. Also die anderen Gurken, die hat da schon der Mehltau so ziemlich zugrunde gebracht oder auch die Spinnenmilben. Aber die beiden Sorten, die haben schon Spinnmilben überstanden, das kalte Klima überstanden und auch noch keine Mehltauanzeichen mehr. Die werden noch vielleicht ein paar Wochen durchmachen. Da sind noch einige Früchte dran. Also wird noch die nächsten paar Wochen, wahrscheinlich noch bis zum Oktober, darf ich noch ein paar Gurken ernten. Das freut mich auch noch wirklich sehr, dass ich ja wirklich noch so lange Gurken ernten darf, weil ich dachte eigentlich schon so, Mitte August ist schon bei mir vorbei. Gurken, die hat es da komplett erwischt, aber einfach stehen lassen, einfach wachsen lassen und dann der Natur einfach ihren Lauf geben, die Pflanzen so gut wie es geht zu unterstützen, aber nicht zu viel unterstützen. Man muss sie auch nicht ja, zu sehr versorgen und verpflegen, damit sie auf uns immer angewiesen sind. Aber wenn sie mal so kleine Probleme haben, kann man denen unter die Blätter greifen. Also die Hände kann man ja fast gar nicht sagen. Ich meine, das sind ja Pflanzen. Und sonst, wie es dann weiter ausschaut, ich hatte jetzt auch Besuch unten auf meiner Fläche wegen dem Verkauf von einem Folientunnel. Die haben sich da das angeschaut. Hat mich auch sehr gefreut, euch kennenzulernen. Also kommen jetzt hier aus der Nähe, aus der Region und ja, haben sich auch sehr gefreut über die ganze Tomatenvielfalt, die ich angebaut habe. Und dann haben sie mich zum Beispiel auch gefragt, wie schaut es denn bei dir mit dem Kohl aus? Also ich hab ja diese riesigen Wirsings zum Teil und die schauen wirklich perfekt aus. Und ich mache ja nicht mal was. Dann haben sie mich gefragt, wie schaffst du es eigentlich, den ganzen Grünkohl und den Wirsing und den Rosenkohl, den du auf der Fläche anbaust, dass der ohne Netze nicht von dem Kohlweißling abgefressen wird. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ja, ich lasse halt alles blühen. Also ich habe zum Beispiel unten auf der Fläche einen Grünkohl, der ist 2 Jahre alt. Ich habe den letztes Jahr einfach blühen lassen und der bildet neue Seitentriebe. Ich habe da keine Angst vor Kohlhernie oder was weiß ich für irgendwelche Krankheiten. Die Pflanze geht's gut, sie ist kräftig und dieser Pilz kommt ja nur bei schwächlichen Pflanzen, um sie zu beseitigen. Das ist dieser natürliche Zyklus. Deswegen macht das die Natur. Deswegen macht auch die Natur Mehltau. Deswegen macht die Natur auch Braunfäule oder Krautfäule. Einfach, wenn dann die Pflanze eingeht, ja, dass sie zersetzt oder verkompostiert wird und dann einfach vielleicht guter Boden aufgebaut wird und eine stärkere Pflanze kommt. Vielleicht nochmal die Tomate. Der Pilz ist hier überall. Also so darf man halt auch nicht denken. Und das Gleiche halt mit dem Kohl. Ich weiß nicht. Den Kohlweißling. Ich lasse einfach ein paar Pflanzen stehen. Ich habe viele Schlupfwespen, die fressen die ganzen Raupen und Larven auf. Und der Kohlweißling, der geht meistens auch an die, zum Beispiel war viel an dem Mahngold, den ich blühen gelassen habe, dran. Der war auch an dem Rosenkohl und Grünkohl
dran, wo ich den geblüht lassen habe. Also von dem her, ich habe halt genug Nahrung oder Ablenkungspflanzen zur Verfügung gestellt. Ich habe jetzt nicht nur alles im Frühjahr umgefräst, neue Reihen aufgesetzt und dann überall nur reihenweise Kohl aufgelegt und dann wundere ich mich, dass dann Kohl Weißling kommt und denkt sich so, Dankeschön. Jetzt nehme ich mal mir ein paar Pflanzen raus, ungehindert, weil ich natürlich auch Lebensräume anderen Insekten und Lebewesen genommen habe und dann kann der sich halt sehr schön verbreiten. Also deswegen ist es wieder so ein Punkt, Mischkultur ist wichtig und manchmal auch einfach die Pflanzen auch blühen lassen. Also wirklich blühen lassen und dann auch Saatgut ernten, auch wenn wir jetzt mit unserer Denkweise nichts mehr davon hätten, weil so ein Spitzkohl, wenn der in die Blüte gegangen ist, ja gut, einen schönen Kopf wird er dann nicht mehr ausbilden. Apropos stehen lassen, die Sonnenblumen unten, die werde ich auch einfach stehen lassen. Super für die Gründüngung und werde davon auch nichts haben. Ich meine, ich kann den Boden so weiter aufbereiten, aber Anfang des Jahres muss ich ja da schon weg. Das ist sozusagen dann vorbei dort für mich unten. Aber hier lasse ich die Sonnenblumen auch blühen. Verziele, dass sich auch immer sich selbst ausblühen und aussamen. Einfach diese Gründüngung, die könnt ihr auch jetzt selber machen. Also jetzt, wo mein Vater und ich hier weiter umgegraben haben. Und ich weiß, dieses Thema ist sehr, ja, kontrovers diskutiert bei den Gärtnern. Soll man umgraben, soll man nicht umgraben? Das bringt mein Bodenlebewesen durcheinander und alles Mögliche. Für mich ist es auch grundsätzlich so, man bringt halt einfach eine neue Struktur. Also natürlich bringt man eine gewisse Unordnung oder Chaos in dem Bodenlebewesen mit rein, weil man halt natürlich alles wendet. Aber ich muss auch sagen, das ist auch ein kleines Training für diese Mikroorganismen und die Regenwürmer, weil die finden dann schon wieder ihre Ordnung. Also einfach, dass die ein bisschen, ja, ich sehe es einfach, dass die ein kleines Training haben, wenn sie mal wirklich umgeworfen werden, dass sie dann wieder stärker und ja, effektiver wieder zurückkommen. Ist ja mal im Menschen nicht anders. Und wenn es bei uns nicht anders ist, dann soll es bei den Lebewesen vielleicht auch nicht so anders sein. Also ich finde es nicht schlimm und ich möchte auch nicht immer so oft mit meinem Vater darüber diskutieren. Ich arbeite da einfach Bokashi an und mulche das dann wieder, dann passt das eigentlich auch schon. Ist einfach wichtig, dass der Boden feinkrümelig ist und ich bin ja auch grundsätzlich der Meinung, dass Pflanzen ja nicht nur von den Nährstoffen in dem Boden zehren oder von sonstigen irgendwelchen äußeren Einflüssen. Es hängt auch nach meiner Ansicht nach sehr viel mit Energie und Information ab und die finden wir ja überall. Also selbst der Gärtner oder selbst andere Lebewesen geben Energie und Informationen weiter. Pflanzen auch, das machen wir alle, selbst ein Stein. Und hängt ja alles miteinander zusammen. Und da kann man halt nicht nur immer nur separate einzelne Stücke mit rausnehmen. Aber wenn ich jetzt so weiterrede, da kommen irgendwelche Leute und sagen, oh, dieser Esoteriker und schauen mich dann noch so komisch und blöd an. Und ja, ich sehe seine Sache. Ich sage einfach das, wie meine so Sichtweise ist, wie ich das einfach sehe, beobachtet habe und einfach meine Sichtweise. Und wer damit nicht ganz so klarkommt oder will mich dann so ein bisschen das Weltbild schüttelt oder so, es ist euer Problem, nicht meins. So, und ja, nach dem Umgraben habe ich auch sehr viel Gründüngung mit eingearbeitet, wie zum Beispiel Phacelia, Sonnenblumen und Buchweizen, sozusagen meine Lieblingsgründüngungspflanzen hier überall. Die sehen sich auch schon immer wieder selber aus. Also
Da, wo ich den Feldsalat wieder ausgesät habe, da kommt schon wieder der Buchweizen neu. Lass die einfach wachsen. Bauen für mich guten Boden auf für die nächste Saison und warum nicht? Da holt und da entspannt sich auch wirklich der Boden richtig gut. Und sonst, was habe ich mir noch auf dem Zettel aufgeschrieben? Weitere Ernten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Natürlich ganz normal sowas hier wie Böhnchen wachsen natürlich. Das ist jetzt die Feuerbohnen hier am Ranggerüst. Natürlich auch Buschbohnen weiterhin. Ein paar Zucchinis gibt es immer ab und zu mal. Neben im Gewächshaus natürlich auch die Paprika und Auberginen, vor allem im Folientunnel, darf ich auch immer wieder weiter ernten. Sind auch wirklich beachtliche Sachen mit dabei. Dann Möhren, natürlich durfte ich auch schon ernten. Und da durfte ich wirklich mal eine Möhre ernten. Da werde ich dann ein Bild mit einfügen. Die sah aus wie eine Actionfigur und hat mich nach einem Pokémon erinnert. Von meiner alten Zeit, als ich noch Pokémon gespielt habe. Sehr viel Pokémon. Über Jahrzehnte habe ich das gemacht. Naja, alte Zeiten und jetzt macht der junge Gärtner an. Und ja, das war dann wieder so ein Actionvogel, wo ich mir dachte, wenn ich irgendwann mal so einen kleinen Sohn oder einen kleinen Sprössling habe, dann kaufe ich nichts von Power Rangers oder sonst irgendwas oder so eine Actionfigur. Da warte ich einfach, bis ich nach einem Möhrenanbau wieder so coole Möhren bekomme und sage, hier Sohnemann, spiel damit. Hier Töchterchen, du brauchst keine Puppe, hier hast du eine Möhre. Mit der kannst du schon genug spielen. Ja, Christians Vorstellungen. Mei. Und sonst im Schrebergarten wächst auch alles ziemlich gut heran. Die Maulbeeren, die sind jetzt schon im dritten Jahr und die sind schon fast, glaube ich, 3 Meter groß. Also die haben jetzt die letzten Wochen so mordsmäßige Wachstumsschübe bekommen. Also die beiden Maulbeeren, die wachsen mir über den Kopf. Also die sind schon richtig groß. Bei der Zwetschge muss ich sagen, einmal wo diese Regentage gekommen ist und wir massig viel Regen hatten, da ist es dann vorgekommen, dass dann die Zwetschgen aufgeplatzt sind und weil da unten das Klima ein bisschen kühler ist, sind die komplett verfault und da dachte ich mir so, die wenigen Zwetschgen, die da oben sind, können die Wespen haben. Das lohnt sich da jetzt nicht mehr, die abzuwerten und da irgendwas zu machen, können die Tiere haben. Das ist natürlich auch etwas Schönes. Was mich halt freut bei der ganzen Kürbissucherei da unten. Da muss ich sowieso aufpassen, dass die mir jetzt nicht die ganzen Granatäpfel zuwuchern und die anderen Bäume. Bei der Feige habe ich sowieso keine Angst, weil die wuchert da auch schon mordsmäßig rum. Freue mich auf Feigen irgendwann mal. Und da habe ich wirklich neben den ganzen Hokkaidos und Amazonka-Kürbissen habe ich auch einen Riesenzentner drin. Und das ist wieder so ein Oschi mit 20, 30 Kilo. Es wird wieder eine mordsmäßige Ernte, dann muss ich mal schauen, wer den haben will. Was soll ich mit so einem Kürbis machen? Ich weiß nicht, warum ich den eigentlich immer wieder anbaue. Einfach nur zum Spaß. Und was lustig ist. Und einfach so einen großen Kürbis zu sehen. Ich habe da nichts mal ge nicht, nichts gemacht. Hab den einfach in den Boden reingesetzt und da bringt mir solche Früchte. Ja. Keine Ahnung, das ist Natur. Natur bildet alles im Übermaß aus. So viel jetzt dazu. Ich werde mich jetzt einfach die kommenden Tage jetzt hier ein bisschen fokussieren, mal schauen, wie das Projekt hier weitergeht. Ich werde auch jetzt meinen regionalen Freund hier, der einen Bauerngarten hat, versuchen auch freiwillig weiter zu unterstützen. Also das, was ich vor dem Projekt oder meiner Fläche gemacht habe, werde ich einfach wieder danach machen. Ich werde ihm einfach freiwillig aushelfen, ohne Entgelt oder sowas, weil ich ganz genau weiß, wie das ist, so einen Bauerngarten zu haben und er hat noch eine größere Fläche als ich und da arbeitet er sich auch schon zu Tode und dann denkst du auch so, ja komm, scheiß drauf, scheiß auf Geld, scheiß auf irgendwas, helf ihm einfach, weil das ist ziemlich undankbar. Aber ich muss dann sagen, es ist dann so undankbar, dass es schon wieder dankbar ist, weil hier habe ich auch in der Voranzucht so viele Pflänzchen, die gerade wachsen. Wenn ihr das jetzt unbedingt sehen wollt, dann könnt ihr es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Pflanzen jetzt hier so aus den Samen wieder neu rausgekommen ist, wie es der kleinen Baumschule hier geht. Da hätte ich bestimmt mal Lust, wieder ein kleines Video zu machen. Und ja, wenn es euch auch interessiert, könnt ihr es auch gerne unten in die Kommentare schreiben.
Aber so schauen jetzt die Zukunftspläne hier aus. Ich werde einfach schauen, was ich hier aus dem kleinen Garten oder kleinen Garten mehr oder weniger einfach aus dem Garten hier von meinen Eltern rausholen kann und was die Zukunft einfach so mit sich bringt. In diesem Sinne würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal hier kostenlos abonnieren würdet, damit ihr immer wieder auf dem Laufenden gehalten werdet, wenn ihr noch zusätzlich auf die Glocke drückt, wie es mit mir und dem Projekt so weiter ausschaut. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt und Freunden und Bekannten von mir mein Projekt erzählt, damit einfach immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden und ja, vielleicht auch eine kleine Inspiration bekommen und einfach das Projekt mitverfolgen. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt, damit ich das auch hier am Laufenden halten kann, weil ich mache das ja auch Vollzeit, ich Wahnsinniger. Und ja, findet ihr alles auf der Webseite und unten in der Videobeschreibung. Und ja, macht mir einfach Spaß, ich mache das gerne und ja, genießt einfach die schönen, wunderbaren Tage. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. So, und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ihr dürft jetzt so ein kleines Projekt von meinem Vater nochmal so mit anschauen und betrachten, beobachten, wie auch immer. Er hat jetzt fleißig Erdbeeren, die ganzen Ableger hier in den Boden und in die Erde gesetzt. Er hat einfach das Erdbeerbeet nochmal vorangetrieben und als Mischkulturpartner habe ich hier natürlich nochmal Knoblauch mit reingesteckt. Hey, da ist sogar noch ein Früchtchen.